Allerdings, der Ernst sitzt jetzt gerade auf einem Sessellift. Ernst, wohin des Weges? Naja, schaut so aus, als ob es bergauf ginge, aber eigentlich bin ich schon hier oben am Berg, nämlich genau am Tirolberg. Meine Damen und Herren, haben Sie vorhin gesehen, das ist jene Oase Tiroler Gastfreundlichkeit, wo Katrin Zettel gestern ihre Goldene gefeiert hat. Auch Andrea Fischbach hat hier schon gefeiert. Tirolberg gibt es schon seit 2001 bei jeder WM, aber noch nie, glaube ich, wenn ich richtig liege, hat eine Terrasse gehabt, so wie das heurige Jahr. Und wir genießen den fantastischen Ausblick. Das ist der letzte steile Zielhang und wenn man da frontal drauf schaut, sieht man eigentlich gar nicht, wie steil, aber die Gäste hier im Tirolberg, die haben eine Ansicht von der Seite und da sieht man wirklich das unglaubliche Gefälle. Und wenn man da ein bisschen weiter marschieren, schon viele, viele Menschen hier oben. Es werden da ja 150 bis 250 Gäste erwartet. Die werden sich dann hier die Abfahrt anschauen. Klaus Gröll, Fanclub ist da schon vertreten und die schauen genau dorthin, wo du, lieber Rainer, jetzt stehst, denn von da aus sieht man genau rüber zu dir. Ich sehe dich, wünsche dir alles Gute für das heutige Rennen. Danke, Ernst, von der Terrasse des Tirolbergs. Wir sind also wieder zurück hier ganz oben auf der großen Tribüne, wo wir unsere Position haben. Schauen wir uns aber jetzt einmal an das österreichische Quartett, das heute hier bei der Herrenabfahrt an den Start gehen wird. Das sind die vier Läufer, die für Österreich ins Rennen gehen werden. Michael Walchhofer, Abfahrtsweltmeister 2003. Klaus Gröll. Christoph Gruber und auch nach einigen Diskussionen natürlich auch wieder mit dabei Hermann Mayer. Vor 10 Jahren ist er in Wels bereits Abfahrtsweltmeister geworden. Die Faste Belvoir, die Abfahrtsstrecke wird heute zum Glück von ganz oben gefahren. Das gestrige Training ja nicht von ganz oben. Streckenlänge knapp 3 Kilometer und praktisch es gibt keine Stelle zum Durchschnaufen. Wir haben ja diese Strecke schon ein bisschen genießen dürfen, genießen sagen wir als Zuschauer im Super-G und in den Trainingsläufen. Und auch Sie, liebe Zuschauer, können daheim diese Strecke abfahren. Sie wissen es mit der ORF Ski Challenge virtuell. Geht's da runter, die Faste Belvoir, die Olympiastrecke von 1992 und da können Sie einmal schauen, was Sie für eine Zeit hier erreichen und dann vergleichen mit der heutigen Siegerzeit. Bekommt man auch einen sehr schönen Einblick über die Streckenführung. Vielleicht ist nicht jedes Tor exakt ident mit der heutigen Streckenführung, aber der Berg ist es auf jeden Fall, wurde